was für ein schöner Tag. Nur ich und meine Lieblingsserie und meine Frau, die über den Fernseher läuft. Wo willst du denn hin? Oh, ich wollte heute in die Stadt shoppen gehen, mich mit den Mädels treffen und so, du weißt schon. Schon wieder? Du weißt, dass ich gleich zur Arbeit muss. Na klar, wir lassen Cedric und Maria hier nicht alleine. Kannst du sie zur Arbeit mitnehmen, bitte? Oh Mann, ich wusste, dass das kommt. Ich wollte einfach nur einen entspannten Tag auf der Arbeit haben. Ach komm bitte, nur dieses eine Mal. Na schön, viel Spaß dir noch. Okay, du wirst es nicht bereuen. Ich werde dir auch was super Tolles mitbringen. Bis dann, tschüss. Ach Mann, ey, die geht mir manchmal so auf die Nerven. Na schön. Cedric, bist du da? Komm mit, wir müssen ins Auto schnell. Und wenn du nicht in 5 Sekunden einen Daumen nach oben und einen Daumen auf den Kanal da lässt, gibt es morgen doppelt so viele Hausaufgaben. Was? Wo fahren wir denn hin? Zu meiner Arbeit. Ich muss auf dich aufpassen. Ach, und wenn Maria schon schläft, kannst du sie eigentlich ins Bett legen. Naja, sie schläft doch nicht, aber du weißt ja, wie das ist. Wenn ich sie ins Bett lege, fängt sie an zu schlafen. Das ist ja großartig. Dann komm mit. Oh Mann, der ist aber wieder griesgrämig drauf heute. So, und da sind wir auch schon. Ey, kannst du mal kurz die Schrank aufmachen? Was? Ach so, du bist es. Hey, Julia wartet schon auf dich. Psst, mein Sohn ist hier. Kein Wort über Julia. Oh, sorry. Alles klar. Ihr könnt natürlich reinkommen. Herzlich willkommen im Filmstudio. Ja, ich weiß. Verkneif's dir einfach. Alter, das ist ja cool. Ich war noch nie in deinem Filmstudio. Hallo. Du bist dann also Cedric, oder? Ja, genau. Ich bin sein Sohn. Ich war noch nie hier. Das ist ja unglaublich cool. Auf jeden Fall. Ich kann dir gerne das Filmstudio zeigen, wenn du möchtest. Ja, das wäre wirklich super cool. Cedric, komm mit. Oh Mann, ja, vielleicht später nochmal. Bye, bye. Papa, wer ist eigentlich Julia, von der sie gerade geredet hat. Das geht dich überhaupt nichts an. Los, komm mit. Komm, lass uns in den Aufzug gehen. Los. Und wohin fahren wir jetzt? Das wirst du schon noch sehen. Wir fahren natürlich ans Set. Und da wären wir auch schon. Also laufen wir los. Hör, der Mondbär. Mann, was ist denn mit dir los? Du kennst die Rolle doch. Du spielst doch mit. Ach so, ja, natürlich. Ach, diese blöden Alien-Filme. Alter, ist das cool, was hier für Zeug rumsteht. Hi, was geht? Moin, ich bin Bär und der Mondbär. Alter, dein Kostüm ist ja mal mega cool. Ach, da bist du ja endlich. Julia wartet schon auf dich. Psst, mein Sohn ist hier. Kein Wort über Julia. Oh, Entschuldigung. Gut, komm, tun wir einfach das, wofür wir bezahlt werden. So, warte, ganz kurz, ich muss mir kurz meine Ausrüstung holen. So, und los, was muss heute gedreht werden? Das erkläre ich dir gleich, mein Freund. Pass auf. Und hier arbeitet mein Vater? Ernsthaft? Ja, klar, pass auf, dein Vater muss jetzt ein bisschen arbeiten. Du kannst ihn in der Mittagspause wiedersehen. Soll ich dich vielleicht mal so lange durch das Filmstudio führen? Oh ja, das wäre super. Ich wollte schon immer mal ein Alien sein. Wenn du schon immer mal ein Alien sein wolltest, probier doch einfach mal das an. So, jetzt hast du ein paar Tentakel und jetzt bist du ein richtiges Alien. Ich bin ein Alien. Alter, ist das cool. Oh mein Gott, Papa, guck mal. Ich bin ein Alien. Ich bin ein Alien. Ah, ein Alien. Was tust du hier? Friss bitte nicht mein Gehirn. Hey, ganz entspannt, Papa. Ich bin's doch nur. Und abgesehen davon bin ich ein Alien und kein Zombie. Ach, Cedric, was machst du hier? Ich muss arbeiten. Oh, sorry. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht stören. Bis dann. Tschüss. Oh Mann, ey, der versteht aber auch überhaupt keinen Spaß. Ja, das ist normal, er ist frustriert, weil er Julia nicht sehen kann. Wer ist denn eigentlich diese Julia, von der jeder redet? Oh, du weißt gar nichts davon? Nein, sollte ich da irgendwas darüber wissen? Oh, nein, vergiss es lieber am besten. Und geh vielleicht lieber nicht in den dritten Stock. Was meinst du denn damit? Oh, da fällt mir gerade ein, ich muss mich ja noch um meine Schminke kümmern. Ich kann gerade nicht. Rede doch lieber mit der Empfangsdame. Oh, okay. Leute, irgendwas ganz, ganz Komisches geht hier vor sich, wirklich. Okay, ich tue einfach mal, was er sagt und rede nochmal mit der Empfangsdame. Suchen wir einfach nochmal schnell die Empfangsdame. Hallo? Oh, da bist du ja. Oh, Cedric, du bist wieder da. Super. Möchtest du jetzt vielleicht das Filmstudio sehen? Aber natürlich, dafür bin ich ja hergekommen. Okay, pass auf, folge mir. Also, das Erste, was wir haben, ist den Waggon von... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie dieser Typ heißt. Ey, mach das Ding zu. Okay, bis dann. Ups, so. Lass uns am besten einfach direkt nach oben gehen. Außer du möchtest ein paar Snacks. Ja, gerne. Kann ich mir davon einfach alles nehmen? Aber natürlich, junger Freund. Nimm dir, was du willst. Nice. Ich nehme auf jeden Fall ein Baguette und eine Cola oder was auch immer das ist. Oh, also dir schmecken, mein Junge. Okay, dankeschön. Ups, so. Und ups. So, dann gehen wir mal weiter. Also, das hier solltest du schon kennen. Hier warst du gerade eben, wie es aussieht, aber ich kann dir gerne noch zeigen, was hier weiter ist. Hier ist zum Beispiel so ein richtig cooles Kostüm von einem Roboter, Skorpion oder Hummer oder sowas. Wow, das ist wirklich ein krasses Kostüm. Sieht aber noch viel besser aus mit deiner Kappe. Ja, du hast vielleicht recht. Ich sollte das vielleicht lieber wieder ausziehen. Also, guck mal, hier hast du das ganze Equipment von deinem Vater. Dazu gehören richtig viele Sachen wie Mikrofone und da sind natürlich noch andere Dinge, wie zum Beispiel eine Zeitbombe. Warte mal, was? Eine Zeitbombe? Na klar, die kannst du anmachen.
Und dann, ich krieg sie nicht mehr aus, wir werden alle sterben. Nein, natürlich nicht, das ist nur ein Spaß, das ist eine Requisite. Oh Gott, das machst du bitte nie wieder, hörst du? Nie wieder. Alles klar, komm mal mit, hier ist der Greenscreen-Raum. Das ist einfach nur ein grüner Raum, was soll das denn bringen? Naja, das ist eigentlich ganz einfach. Hier werden Sachen gefilmt, wo man den Hintergrund austauschen möchte. Das funktioniert einfach so, dass die Kamera alles ausblendet, was grün ist. Das sieht dann ungefähr so aus. Und da kannst du einfach alles dahinter machen, wie zum Beispiel das. Oha, das ist ja krass. Ganz recht. So einfach kann es sein. Komm mit. Komm schnell rein. Wir gehen in den dritten Stock. In den dritten Stock? Aber dieser komische Affe hat gesagt, ich soll da nicht hin. Mann, ich bin ein Bär und kein Affe. Mann, ich bin ein Bär und kein Affe. Oh, sorry. Was? Wieso das denn? Nein, du darfst natürlich in den dritten Stock. Oh, da wären wir auch schon. Also komm mal mit. Das hier ist Scott und das ist Julia. Oh, hi Leute. Moin ihr beiden. Was geht? Sag mal, habt ihr eigentlich Markus gesehen? Markus? Meinst du etwa meinen Vater? Oh, Markus ist dein Vater? Ja klar, du meinst den Markus, der hier arbeitet, oder? Ich bin sein Sohn. Oh, das vergiss die Frage einfach. Okay, gut. Oh, da war ja was. Komm mal mit, Cedric, komm mal mit. Lass uns wieder runtergehen. Aber ich habe doch noch gar nicht alles hier gesehen. Das ist völlig egal. Dein Vater müsste mittlerweile Mittagspause haben. Geh einfach wieder runter zu ihm. Okay, na schön, wenn das so ist. Oh, da ist er ja auch schon. Hey, Cedric, ich muss dich ganz kurz alleine lassen. Ich muss in der Mittagspause weg. Okay, das ist kein Problem. Bis dann, Cedric, wir sehen uns später wieder. Okay, bis dann. Irgendwie gefällt mir das nicht. Er verbirgt irgendwas. Am besten werde ich ihn verfolgen. So, da wäre ich schon. Was ist das denn? Oh Mann, ich hab dich den ganzen Tag so vermisst, nur weil mein dummer Sohn die ganze Zeit bei mir war. Ach ja, deinen Sohn habe ich auch schon kennengelernt. Ist doch egal. Komm, lass uns was essen gehen. Okay, das machen wir. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Was zum Teufel treibt der da? Er betrügt meine Mama. Oh mein Gott, ich muss sofort hinterher und gucken, was sie machen. Oh, hast du es auch gesehen, Minion? Ich weiß auch schon eine längere Weile, was die dort treiben. Aber ich finde es gar nicht gut. Das ist auch voll unfair gegenüber deiner Mutter. Sag ihr liebe Gruß von mir. Ja, das werde ich machen. Weißt du, wo sie zum Essen gehen? Ich weiß es nicht nur. Ich konnte dich auch dahin bringen, wenn du willst. Mann, ist das eng hier drin. Ups, so, da bin ich. Hey, was machst du in meiner Küche? Du bist ein Fan meiner Kochkunst? Kein Problem, ich kann dir ganz viel zeigen. Nein, ich bin kein Fan deiner Kochkunst. Tut mir leid, ich muss kurz was gucken. Och Mann, keiner mag mein Essen. Na, dann esse ich es einfach selbst. Da sind sie, die beiden. Ich stelle mich einfach mal hinter diesen komischen, was auch immer das ist. Du bist die große Liebe meines Lebens. Ja, ich weiß, du musst dich endlich von deiner blöden Frau und deinen Kindern scheiden. Ach ja, die gehen mir so auf die Nerven, aber irgendwie möchte ich ihnen das auch nicht antun. Ach, du bist wirklich so ein Weichei manchmal. Na schön, essen wir einfach was. Na, passt mal auf, in eurem grandiosen Plan habt ihr mich noch nicht bedacht. Junger Mann, was machen Sie eigentlich hier? Wieso stehen Sie denn so nah hinter mir? Entschuldigung, ich wollte nur meine Eltern beobachten. Ja, nein, ich, ach, vergessen Sie es einfach. Oh, hey, oh, hey, oh, hey, willst du doch was essen? Nein, nicht unbedingt. Aber hast du ein Telefon, mit dem ich kurz mit meiner Mutter telefonieren kann? Ja, natürlich kann ich das, aber erst, wenn du was gegessen hast. Ach, na schön, ich esse was. Mein Gott, Alter. So und so. Das ist sogar wirklich lecker. Aber könntest du vielleicht trotzdem meine Mutter ganz kurz anrufen? Ach, endlich jemand, dem meine Kochkunst schmeckt. Gut, mach ich. Bis dann. Perfekt, dankeschön. So, sie sollte gleich hier sein und dann wird er was zu hören bekommen. So, Schatz, ich bin da. Worum geht's denn? Was willst du denn? Psst, hör zu, versteck dich hinter diesem Tier. Okay. Das ist ja Markus. Mal ganz ehrlich, wie kannst du immer noch mit deiner Frau zusammen sein? Die ist so hässlich und so dumm. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht hatte. Was? Was erzählt er denn da über mich? Siehst du jetzt, was ich meine? Das kann er doch nicht ernst meinen. Dieser Dumme. Der wird was von mir zu hören bekommen. Hey, Markus, was machst du da? Was machst du denn hier? Die noch viel bessere Frage ist, was machst du denn hier? Ich bin auf einem Geschäftsessen mit einer Freundin. Ist das denn so schlimm? Das sehe ich anders. Um Gottes Willen, wie können Sie nur? Versuch dich bloß nicht rauszureden. Ich habe alles gehört. Oh Mann, es tut mir so leid. Es wird nie wieder vorkommen. Und ob es nie wieder vorkommen wird. Wir sind ab jetzt getrennt. Komm, Cedric, lass uns gehen. Lass die beiden alleine. Oh Mann, ich hätte nie gedacht, dass er zu sowas fähig ist. Hey, Moment mal. Meine Frau hat mir erzählt, hier ist ein Betrüger unterwegs. Ihr beide verlasst am besten sofort mein Restaurant. Denn Betrüger will ich hier nicht haben. Oh Mann, ja, wir gehen ja schon. Tja, Leute, und so kann sowas halt auch mal enden. Ich würde allerdings trotzdem sagen, das war's mit der heutigen Toka-Boka-Story, liebe Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.